zusammen und damit heiße ich euch wieder einmal herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche gibt es mal einen Flashback und die, die von euch schon länger dabei sind, wissen ja, dass ich ab und an und in letzter Zeit ja immer seltener alte Folgen und noch mehr altes Videomaterial aufbereite und euch zeige. Viele dieser Orte gibt es schon längst nicht mehr, also verschwenden wir am besten keine Zeit. Es wird heute sehr geschichtslastig, also bleibt auf jeden Fall dran und den Rest erfahrt ihr wie immer gleich von mir in den kommenden Minuten. Solltet ihr nach dieser Folge noch Lust auf viele weitere Videos haben, dann besucht gerne unseren Kanal und abonniert uns auf diesem Weg direkt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Jetzt geht es aber erstmal los. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch die einstige Landesheil- und Pflegeanstalt Leipzig-Dösen. Ursprünglich zur Behandlung psychisch Kranker und Menschen mit Behinderung errichtet, startete das Krankenhaus bestehend aus einem über 20 Häuser umfassenden Gebäudekomplex am 1. Oktober 1901 in seinen Regelbetrieb. Ziel war es vor allem das städtische St. Jakobs Hospital, aus welchem sich später das Universitätsklinikum Leipzig entwickeln sollte, zu entlasten. Die Anlage wurde auf einer über 30 Hektar großen Fläche im Pavillonstil von Otto Wilhelm Scharenberg errichtet, der auch das Klinikum St. Georg hier in Leipzig, das Leipziger Stadtbad und viele weitere heute noch unter Denkmalschutz stehende Gebäude entwarf. Die Kosten beliefen sich damals auf etwa 4,3 Millionen Mark, Goldmark muss man dazu sagen. Umgerechnet wären das heute inklusive Inflation etwa 46,6 Millionen Euro. Heute eher im südlichen Leipzig gelegen, entstand das Klinikum in einer Zeit, als der kleine Ort Dösen längst noch nicht zu Leipzig zählte, sondern noch vor den Stadtgrenzen lag. Die Eingemeindung ging 1910 über die Bühne. Damals übernahm man hauptsächlich die Behandlung und Pflege der Leipziger Bevölkerung. Nach dem Inkrafttreten des sächsischen Irrefürsorgegesetzes wurde das Krankenhaus im Januar 1913 als Königliche Landesheil- und Pflegeanstalt Leipzig-Dösen vom Königreich Sachsen in Staatsbesitz übernommen. Auf der Anlage befanden sich damals schon verschiedene Abteilungen. So gab es jeweils ein Haus für unter anderem Infektiöse, Schwerleidende, Genesende, Zahlende oder auch ruhige, halbruhige und unruhige Patienten. Bis 1913 gab es auch eine Kinderabteilung. Diese sollte später noch zum Thema werden. Die Anlage ist von einem riesigen Park umschlossen, der gerade in warmen Tagen für fast alle Patienten schon damals Platz bot. Außerdem verfügte man hier über diverse sanitäre Badeinrichtungen, Gärten und Werkstätten, Schweineställe, ein Schlachthaus und ein eigenes Eishaus. Erster Leiter war übrigens Georg Lehmann, der als Anstaltsdirektor selbst leitender Arzt und Anstaltsbezirksarzt war und ab 1917 zusätzlich noch Gerichtsarzt wurde. Als dieser 1918 verstarb, übernahm ein gewisser Hermann Paul Nitsche dessen Ämter. Nitsche studierte in Göttingen und Leipzig Medizin und promovierte 1902. 23 Jahre später wurde er hier in Leipzig zum Professor berufen. Er beschäftigte sich schon früh mit dem Thema, wie man mit der Fortpflanzung von psychisch kranken und behinderten Menschen umgehen sollte. Und ihr ahnt an dieser Stelle und dem Näherrücken der 30er Jahre, dass das Thema kein gutes Ende nehmen wird.
Nietzsche sprach sich in vielen Vorträgen immer wieder dagegen aus und zählte damit zu denen, die sich schon vor der Machtübergreifung der Nationalsozialisten für Rassenhygiene in Psychiatrien öffentlich aussprachen. Spätestens mit dem Eintritt in die NSDAP hatte Nietzsche ab 1933 mehr oder weniger freie Hand. Zwischendurch ging er aus Leipzig zurück nach Pirna-Sonnenstein, wo er sich auch wieder mit dem Thema Erbbiologie und Forensik auseinandersetzte. In dieser Zeit übernahm ab 1928 erst Erich Wendt und ab 1938 Siegfried Maas die Leitung der Anstalt. 1936 sprach sich Nietzsche erneut gegen die sogenannten Ballastexistenzen aus und prophezeite unverhältnismäßige Kosten für die Gesellschaft. Dieses Thema ist auch heute noch nicht leicht, doch schlug man in diesen Tagen völlig in die falsche Richtung. Heute wissen wir, nur mittels Forschung, Früherkennung, Prävention und Behandlung können wir uns, die Gesellschaft und zukünftige Generationen davor schützen. Doch damals war man eher der Meinung, man müsse Behinderte und Kranke isolieren. Und naja, ihr wisst schon. Ein erster Schritt in diese Richtung war die von Nietzsche eingeführte Hungerkost in psychiatrischen Einrichtungen. Was in Pirna begann, sollte schon bald in etlichen weiteren Anstalten normal werden. Ein weiterer Unterstützer dieser Methode war Alfred Fernholz, der selbst zur Massendeportation und zum Tod an Tausenden beitrug. Als man Ende 1939 die Klinik in Pirna in eine Tötungsmaschinerie umwandelte und die Aktion T4 begann, startete die systematische Ermordung von psychisch kranken und behinderten Menschen. Nietzsche übernahm daraufhin wieder als Direktor und Anstaltsleiter das hier gezeigte Klinikareal und führte später als Gutachter der T4-Lösung Euthanasieversuche an 100 Kranken durch. Er schaffte es durch das Schlafmittel Luminal, ein Medikament für hunderte Menschen zu missbrauchen. Das damals gegen Epilepsie angewandte Mittel war ausreichend vorhanden, sodass kaum Kosten entstanden und führte als Überdosis gegeben zu schweren gesundheitlichen Komplikationen und damit zum schnellen, leisen Tod. Man konnte also von einem natürlichen Tod sprechen, unglaublich aus heutiger Sicht. Mit Ende 1940 näherte man sich dem unausweichlichen Höhepunkt. Die vorhin erwähnte Kinderstation eröffnete erneut. Aus ganz Deutschland sammelte man hier erkrankte, behinderte und jüdische Kinder ein. Sie starben hier teils durch Unterernährung, aber auch und vor allem durch überdosierte Schlafmittel. Aktuell geht man von mindestens 505 getöteten Kindern aus, die man nachweisen konnte. Aber ich denke, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Dieses Thema ist übrigens sehr umfangreich und ich empfehle euch, in die Infobox zu schauen, wenn euch das noch weiter interessiert. Dort stelle ich euch einige Links rein. Nietzsche blieb bis zum Kriegsende in allen Ämtern tätig, auch wenn er selbst als Abgeordneter dauerhaft in Berlin tätig war. Seine Geschäfte übernahmen kommissarisch Direktor Emil Eichler und später Direktor Gottschalk, der in den letzten Kriegsjahren trotz Lazarettunterbringung der einzige Arzt im Klinikum war. Die anderen Mediziner wurden auf NSDAP-Beschluss in benachbarte und in Anführungszeichen wichtigere Kliniken versetzt. Nach dem Ende des Krieges erhielt die Klinik ein neues Gesicht. Viele neue Fachabteilungen entstanden, doch Schwerpunkt blieb die Behandlung psychisch kranker Menschen. 1952 wurde die Krankenhausanstalt Leipzig-Dösen offiziell in Staatsbesitz übernommen. Einer ihrer ersten Leiter war Dietfried Müller-Hegemann, der als Neurologe erst an die Uni Leipzig wechselte, später Republikflucht begann und bis nach Amerika reiste, um dort zu behandeln, um am Ende wieder zurück nach Essen zu kommen, um mit 78 Jahren noch zu praktizieren. Ab 1959 wurden die hier gezeigten Gebäude zum Bezirkskrankenhaus. Der Zustand war bei unserer Besichtigung ebenfalls noch sehr DDR-lastig. Nach der Wiedervereinigung 1990 firmierte man nur zwei Jahre später als Parkkrankenhaus Leipzig-Dösen, städtisches Krankenhaus für Psychiatrie, Chirurgie und innere Medizin.
1999 übernahm dann die private Rhein-Klinikum AG das Krankenhaus und beschloss in nur 3 Jahren mit dem Leipziger Herzzentrum zusammen im Leipziger Stadtteil Probstheider das neue Parkklinikum zu errichten. Das hier gezeigte Areal wurde daraufhin verkauft und stand gute 15 Jahre ungenutzt und verwahrlost umher, bis 2015 die GRK Holding für 175 Millionen Euro das gesamte Gebäudeensemble kaufte, um dort etwa 600 Wohnungen in der sogenannten Parkstadt zu errichten. Doch aller Anfang war schwer, es sollte Monate dauern, bis es dann endlich mal losgehen sollte. Und selbst heute noch sind einige wenige Gebäude noch immer nicht fertig, geschweige denn überhaupt angefangen. Insgesamt will man alle 20 denkmalgeschützten Häuser sanieren und um weitere 18 ergänzen, ein Riesenprojekt. Leider fiel aufgrund schlechten Zustands und vor allem Vandalismus der einstige Notaufnahmebereich und wegen Baufälligkeiten das Wahrzeichen der Anlage, der 65 Meter hohe Wasserturm, dem Abriss zum Opfer. Als wir vor vielen Jahren, 2015, diese Anlage anschauen konnten, noch bevor man hier begann etwas zu tun, war der Zustand teils. Es gab Häuser, da stand echt alles noch umher, während andere so durch mutwillige Zerstörung kaum wiederzuerkennen waren. Wir waren lange auf dem Gelände unterwegs, aber konnten trotzdem nicht in jedes Gebäude hinein. Aber wir waren dort gewesen und von Spuk und Geistern war auch keine Spur. Aber das ist ein anderes Thema. Paul Nitsche wurde übrigens kurz vor Kriegsende 1945 in Sebnitz verhaftet. Er und 14 weitere wurden durch das Landgericht Dresden für schuldig an der Ermordung unheilbar kranker Menschen verurteilt. Zwar ging Nitsche in Berufung, wurde aber abgewiesen. Ein Jahr nach dem Urteil 1948 wurde die Todesstrafe durch das Fallbeil vollstreckt. Seid ihr schon einmal hier gewesen in der Vergangenheit, wart vielleicht auch wie wir fotografieren oder filmen? Wie waren eure Eindrücke und was hat euch am besten gefallen hier im einstigen alten Parkkrankenhaus? Das hätte ich gerne doch von euch mal gewusst. Schreibt es mir am besten in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt von euch mit einigen vielen Bildern. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wenn ihr es nicht schon getan habt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns die Tage. Bis dahin, macht's gut und ciao. Thank you.